Willkommen zurück zu Let's Play Hitman 3. Wir sind jetzt hier, wo immer wir genau sind, bei irgendeiner Veranstaltung, hast du nicht gesehen, Dinghammer. Und da oben ist Diana, die dürfen wir nicht erledigen, ist ja auch klar, hatte ich auch nicht vor. Und unser Ziel, oder besser gesagt unser Ziel, sind Tamara Vidal und Don Archibald Yates. Von mir aus. So, die ganzen Dudes sind hier. Hier ist die Kamera. Ich will ganz gerne nicht auf der Kamera sein. Wäre echt nice. Okay, okay, so. Gucken wir uns mal um. Hier irgendwo ist ein Spur. Gar nicht. Ein Koffer. Ein Koffer. Okay, aber der hilft. Den Collision. Gretchen will be so jealous. Here, little buddy. Dass das jetzt funktioniert hat, hätte ich es nicht gedacht. Aber okay. Ja, moin. Guten Tag. Als ob das funktioniert. Als ob der ruhig gestellt ist, wenn ich da drüber fliege. Okay. Ist mir relativ. Ist mir relativ. Sarala, ich bin Anwalt. Einladung, dankeschön. Das ging ja schnell, dass ich mich umziehe. Das ging ja richtig schnell. So. Lass mich raten, ich darf hier nicht vorbei, oder? Okay, ja, das ist kein Problem. Ich habe doch einen Eckenkopf. Okay, das ist kein Problem. Darf ich hier rein? Ja, okay, Entschuldigung. Wusste ich. Es wäre auch geil, wenn man mal vorher eine Warnung kriegen würde, so wie halt hier, ob ich rein darf oder ob nicht. Aber ist nicht okay. Ist okay. Ist irgendwer. Okay. Gut. Dann halt so. Ist nicht das Problem. Zack. Zack. Jetzt könnt ihr mich filzen, was der Zeug hat, Leute. Weil ich weiß nicht genau, warum ich hier hingehe, aber ich gehe einfach mal dorthin. Warte. So. Ja, ich weiß, dass ich something verlassen habe. Filz mich. Was für ein Kampf! What the fuck? Was war das? Hä, ich wollte mich doch nur filzen lassen, du Arschloch. Was war das jetzt? Was? Ich habe mich jetzt nicht verstanden. Ich schreibe mich viel zu, also ich habe die Waffe in den Koffer getan, dass die Waffe halt nicht die Dudes checken, aber ich will halt die Waffe dabei haben. Und instant werde ich angeschossen bis zum Gegner wegen Koffer. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Okay, aber das gleiche Thema nochmal. Weil ich will den Aktenkoffer. Ich will diesen Aktenkoffer. So, Kollege. Du gehst nochmal hier hin irgendwo. Mr. Yates. Ja. Yes, sir, I have the file. Ja. Sorry it took so long, but I had to access our remote server to print everything and I couldn't get my VPN to. Right. Sorry, sir. I'll be right inside. Du bist gleich inside, ja, nee, du bist nicht inside, denn inside ist. Ich hab gleich keine Klamotten, so ist es ja nicht. Also, nochmal. Ist ja unglaublich. Müsste funktionieren. Tschüss, wie immer man hier tauen ist, aber ist okay, wie immer. So, verbergen gleich mal. Weg damit. So, passt. Wird das hier? Ne, meine Rechercheakte. Ah, habe ich die vorher verpeilt, glaube ich. Die Dokumente des Junior Partners aus dem Archiv von Morgan, Yates und Cohn. Es handelt sich um Informationen, die John Yates angefragt hat. Und die nun zu einer detaillierten Akte über den Tod mehrerer bekannter Klienten von Morgan Yates und Cohn zusammengetragen wurden. Alles verstorbene Providence-Agenten, alles ehemalige Ziele. Ah! Gut, dass wir die Akten haben. Circulation. Dann ehemals hier. So, wäre geil, wenn das Spiel jetzt speichern würde. Speichere ich. So. Nehmen. So. Wie meine jetzt mit den Filzen? Ja, warte. Ich will jetzt einfach
den Aktenkoffer ablegen kurz. Dann lasse ich mich filzen, dann nehme ich den Koffer wieder hin und alles ist okay. Theoretisch. Ich weiß. Don't worry. Warum? Warum? Okay. Okay, dann nehme ich den Aktenkoffer gar nicht auf. Okay, okay, dann nehme ich verstehe ich irgendwas jetzt komplett falsch? Ist doch egal, wenn ich den Aktenkoffer kurz fallen lasse. Aha, okay, war für Aktenkoffer rein, ich lasse mich filzen, lauf zurück. Und so halt. Ist okay, ist okay. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es gerade gar nicht. Ist das ein Bug? Das kann doch ein Bug sein, weil ich meine, was ist daran so schlimm, wenn ich einen Aktenkoffer fallen lasse? Und dann instant, oh mein Gott, Gefahr im Vollzug. Er hat einen Aktenkoffer aufgehoben. Muss ich nicht verstehen. Okay, here we go again. So. Okay. Okay, so, jetzt zack. Hoffentlich kannst du noch weit genug zurück und dann. Ja, ja. Koffer nehmen und dann kann ich durch. Und dann nicht nochmal filzen oder so ein Scheiß. Ja, bitte gerne. So, bam. Ne, bin ich nicht. Bin ich okay damit. Fuck, bin ich ab, der Typ. Dann halt so. Dann halt so. Warum nicht gleich so? So, aber das hier ist gar nichts. Okay. Gut, ich darf eh theoretisch hier sein. Filzmäßig kann es mir am Arsch lecken jetzt. Habe ich eh schon getan, aber ist okay. So, die Waffe haben wir eben drinnen. Das ist halt das Problem. Okay, was haben wir denn für Missionen? Wieder nur drei. Mhm. Sieh den Blick, die Besichtigung, Überfluss. Aha. So, hier ist irgendwas, hier geht's hoch. Aha. Hier ist eine. Lieber was fotografieren, verdammt. Okay. Darf ich schon mal sein? Sicherheitstunnel. Ah. Und lass mich raten, hier kann ich irgendwo zu einem komischen Geheimgang zum Haus. Also zu deinem Haupthaus. Münze, immer wieder gerne. Banane. Brauche ich nicht. Obwohl, werfen, ablenken mäßig, scheiß drauf. Gut. Gut. Weil, warte, ich rufe mal zurück und mache eine Foto. Ich glaube, ich gehe jetzt immer so, weil ich traue den Wichser nicht. Zack. Da irgendwo so ein Foto sein, da hinten. Ich glaube hier in der Richtung. Oder? Ja. Was hier? Ein QR-Code, aha. So, warte mal. Kann ich den Aktenkoffer hier irgendwo hinlegen? Oder dass hier die Hölle los ist? Nee, ich mach's. Ich weiß nicht, was. Ich trau dem Scheiß jetzt irgendwie nicht mehr. So. Okay, dann fotografiere ich mal den ganzen Spaß. Da bin ich mal kurz, danke. Open your phone to view. Ginetto Jades, ein angesehener Weinberg im argentinischen Mendoza, der durch seine Verbindung zu dem legendären Anwalt Don Coyones Yates zu einem der Aushängeschilder für den amerikanischen Sammlermarkt geworden. Aha. Fuck. Ja, viel zu lassen. Alter, da kommst du nirgends durch sonst, ey. Aha. Okay, ich glaube, ich habe meine Schalter, aber kann ich echt bald pfeifen. Aber theoretisch komme ich wirklich von dort irgendwie hin. Ja, ich gehe einfach dort. Ich gehe einfach den Weg, scheiß drauf. Scheiß der Hund drauf. So, Filzen kannst du mir am Arsch lecken. Okay. Da komme ich eh nicht rein.
Da war halt das Thema, ja, dann gehe ich halt mal relativ auffällig, aber ist okay. So, what haben wir hier? Darf ich hier sein, ist die nächste Frage? Sie doch, also sieht mich irgendwie Wichser, okay. Aber ich denke mir, mit dem Anwalt, in der Anwaltskleidung bin ich doch relativ gut dabei. Schätze ich mal stark. Brechstange, das finde ich schon mal gut, da ich ja immer kein Dietrich habe. Ist doch geil, wie viel Level ich hier und was auch immer ich muss, was ich alles tun muss. Aber ist okay. Oh, hier geht's relativ hoch. Kann ich auch anscheinend irgendwas mit den Dicken machen? Wer? Als ob du mich so siehst, Amma. So, wir haben die gejagt, oder? Kollege. Also ja, nehmen. Habe ich eigentlich, ich habe mir nicht mal schon irgendwie was zum Vergiften, das ist auch ein Problem. Aber okay, moin. Moin, Kollege. Ich würde dich echt gerne auslocken, aber ich weiß nicht, wohin mit dir dann. Da runter halt theoretisch, also. Dann halt so. Dann halt so, wenn du wirklich hier hingehst, dann habe ich aber keine Wahl. Verkleiden, Gaucho. Aha. Okay, die Waffe ist mir geil, wenn die gesehen wird. Hier Wohnzimmer. Ja, hier. Einfach, dass ich die Kleidung habe mal. Und dann... Wenn ich hier jemand sieht, Alter, dann glaube ich's. Die sind drinnen, glaube ich. Hoffe ich. Beseitigen, eliminieren. Scheiße, ich will ihn nicht eliminieren. Okay, kack drauf. Dann bleibst du halt hier. Ich will ihn nicht töten. Okay, okay. Wieder das. Dann haben wir das. Was war das gerade für ein Geräusch? Keine Ahnung. Okay. Wenn die den sehen und so, mein Gott, tut mir auch nicht weh. Ah. Don't be crude. Pay attention. Yates wants us on high alert. We've been at this for months. Ever since the 1% killings began. When you start thinking like that, that's when it does. Who are we on the lookout for anyway? Yates didn't say. Just a standby for a picture ID and a kill order. Fine. Don Yates has the snipers on high alert. They await a picture ID and kill order from the guards on the ground. Yates himself is clearly off limits. But Tamara Vidal is a different matter. Ist auch mal was Neues, dass 47 selber das Ding vorlässt, okay. Sie warten auf ein Bild des Ziels und den Schießbefehl von Wachen unten. Jace darf natürlich nicht angetastet werden, aber Tamara Vidal ist eine ganz andere Sache. Das Gaucho. Warum der? Ich hab hier. Ja, habe ich auch ein Gaucho-Ding, so ist es nicht. Ich weiß was. Ich hoffe, dass ich mal hier ist, der Scheiß drauf. So, Gaucho habe ich hier auch, das ist das Problem. Stellen Sie den Ohrhörer des Spotters. Was? Zur Hölle. Okay. Aber zum Thema, ich bin Anwalt. Ich weiß aber, wie ich den stehlen soll. Hä? Jetzt gesehen. Kein Blabber, du. Was ist denn hier, du Idiot?
I don't know. Okay. Yeah, oh, ich bin's gut, oh, geil. Das ist jetzt wieder. Chase lässt ein Scharfschützenteam das Anwesen überblicken. Es macht das schon seit Monaten, seitdem Grace Krieg gegen Providence begann. Doch nun hat Yates das Team in hohe Alarmbereitschaft versetzt. Seine Mitglieder wissen nicht, nach wem sie ausschauen sollen. Doch ihnen wurde gesagt, sie sollen auf ein Bild des Ziels und den Schießbefehl warten. Habe ich schon mitbekommen. Aber wie, was, wann, wo, ja, warum, weshalb? Natürlich muss es genau so dicht drehen, das ist ja klar. Das ist Arschkind. Du gehst mir irgendwie auf den Nerv, Kollege. Das ist instant. Denkt ihr, hier ist was, wenn ich mich bewege? Damn it. Target request. Standing by for visual ID. Use your camera. Oh. Can't wait to tell my okay. Friends about that. Das ganze Übungsziel. Ah. Alter, wie oft will der eigentlich noch mehr auf den Nerv gehen, der Typ? Falcon, I have a visual. Sending it now. Als ob die jetzt auf das Ziel schießt. Standing by for kill order. Lol. Take the shot. Over. Ah, okay, so also. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Aber die wissen. Warte mal. Da war ja doch. Ich check die Mission, so verstehe ich schon. Aber. Nee. Es macht das schon seit Monaten. Doch nun hat Yates das Team in hoher Ermittlerwissen nicht nach dem nun Schießbefehl. Checken der Tochter das. Ich schaue, sie warten auf ein Ziel, das Yates darf natürlich nicht angetreten werden. Aber Tamara ist da eine ganz andere Sache. Ach so, es ist also egal, wenn Tamara jetzt hier theoretisch im Arsch wäre. Es ist das Ding von Yates und das reicht halt schon. Okay. Okay, okay. Ja gut, da würde ich aber das mal sagen. Dann gehe ich zurück zu meinem anderen Outfit. Und mache dann mit dem anderen Outfit. Hätte ich einfach mal so gesagt, weil wir sehen hier irgendwie zu viele Leute. Aber der nervt mich auch. Kollege. Ja, ich habe mein anderes Outfit. Ich denke mir, mit dem Anwalt komme ich eher so ungesehen da vorbei. Und jetzt muss ich halt wieder in die Villa. Als ob ich wirklich den nimm. Ah, Spiel! Ah, warum? Ja, okay, dann halt nicht. Es wäre auch zu einfach. Also ich kann es theoretisch auch so machen, dass ich einfach die Kleidung doch nehme und so weiter. Aber dann checkt das Spiel wahrscheinlich nicht mehr das, was ich will. Und dann klappt das Scannen auch nicht. Ich muss es halt in der Mission, glaube ich, scannen, sonst bringt es nichts. Denke ich mal. Okay, was ist hier? Ziegel, ja, yep. Ablenken. So, erstmal speichern. Bevor ich in die Hölle des Löwen gehe. Gestern, ja, danke. So, wie schauen wir aus? Wo sind wir? Mhm. Das haben wir gleich hier. Jetzt sind wir eh theoretisch gleich mal beim Ding. Ja. So, hier sind wir jetzt. Guten Tag. Obere Gärten, genau. Beil. Kann ich das einstecken? Nee, okay, scheiß drauf. Du siehst mich eh. Der ist blind anscheinend. Finde ich gut. So, hier darf ich hier durch, sonst der Mauer ist mir egal.
Guten Tag. War ja klar, toll. Und ich sag mir trotzdem, dass du mit dem Outfit soll jetzt hier zu dieser verkackten Tamara kommen irgendwie. Jesus. Wie komme ich denn mal hoch? Wie bin ich denn hochkommen? 47, echt dein Ernst? Dein Ernst! Jesus. Hier hoch? Sieht doch so perfekt aus, dass ich irgendwo hochkommen könnte. Naja, okay, die Frage ist halt auch, wo ist die eigentlich? Sag mir nicht, dass die bei Diana jetzt ist. Hä? Bei der 2. Das ist ja schön. Wo ist Diana? Welche Ebene? Das sieht jetzt, weil, ich meine, das sieht schon sehr danach aus, dass das. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bin ich jetzt, bin ich hier wieder. Oh, Alter. Diana ist bei ihrer. Okay. Ja, ich darf hier wohl sein, oder? Weil dann will ich wahnsinnig werden. Dankeschön. Okay, jetzt bin ich hier. Das wird sie ja dann auch kennen. Aha. Untertauchen. Thank you. So, you must know everything that goes on at the event. Care to give me the lowdown? Let's see. Most of the guests have already arrived, and let me tell you, it's like a Forbes 500 convention in there. Most are high-profile clients of Morgan, Yates and Horn. But the Yates are still no shows. Word is, they're still up at the house. They haven't made an entrance yet. Curious. Any idea why? Well, I probably shouldn't be saying this, but word is that Yates was in a good mood this morning. But that all changed when the letter arrived. The letter? Yeah, an honest-to-God letter delivered by courier. I mean, who writes letters anymore? Anyway, it must have been bad news, because Senor Yates heard the plant off the balcony. Big heavy one, too. It almost hit Isabel, one of the maids who had to go lie down. Anything else? The party is not the only thing happening at the estate. The winery is open for guests, too. You should check it out if you're interested in winemaking. It's harvest season after all. I might just do that. Thank you for your time, miss. Right. Pleasant evening, senor. Alter, wie nett 47 ist, das ist unbelievable. Okay. Hat viel Brief. Den Brief würde ich wahrscheinlich bald mal wollen. Okay. Rein. Rezeption. Hier würde ich mich halt wirklich viel wohler fühlen, wenn ich ein Gast wäre oder halt der Anwalt. Aber bei der Mission, da muss ich ja der Typ sein. Fuck mich gar nicht ab. Hier darf ich ja wohl eh sein, oder? Ja. Gere Klei und Empfang und was auch immer. Dann bin ich eh nix. Das geht mich hier ab. Hier weinmäßig oder was die gemeint haben. Gar nicht große Ding. Heilige Scheiße. Ach, jetzt wird das am Ding. Ist aber auch gut gemacht. So wie halt in echter, dass man jetzt hier so QR-Codes hat und dass man die scannen kann und dass man dann Informationen bekommt. Also ist wie halt in echt gemacht. Finde ich gut. Gärkeller. Im Gärkeller können Gäste die Weinhersteller von öffentlichen Aussichtsbereichen hoch droben über der Herstellungsebene miterlebt. Ja, Wein halt, habe ich mir schon gedacht. That's right. Gates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. This Burnwood woman sure has his panties in a twist, wonder what the deal is. Gates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Oh, have a drink on my behalf. Don't drink. It makes me sentimental. A private tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates's own machinations are inconsequential. Joining the tour will give access to Vidal, away from the crowd. Hm.
Ja, nee. Ist das alles aber mit Yates? Ja, okay. Dann können wir die Mission halt dann machen, weil die Mission, die ist jetzt ja eher für Don Johnny. Die ist jetzt eher für die andere Tante. Wie hieß sie denn? Tamara Vidal hast du nicht gesehen. Ich wollte jetzt die Mission nicht starten. Danke. Ich will eigentlich die Nummer haben, aber ist okay. Okay, und ja, wir machen die Mission. Hoffen wir mal, dass wir diese Tamara, was auch immer, Vidal, jetzt dann mal zu Gesicht bekommen. Und dann schön ein Foto machen und dann schön Snipe it in, man, und ciao. Okay. Würde ich sagen, das war's von dem Video und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.